Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow und in diesem Video geht es um die drei Dinge, die ich vor jedem Lauftraining tue, wirklich vor jedem Lauftraining und die auch dir helfen, einen entspannten und guten Lauf zu haben. Und ich will direkt anfangen mit Nummer 1, was ich vor jedem Lauftraining mache, und ich habe mir hier schon mal einen Laufschuh, den ich im Moment laufe, zur Seite gelegt. Wenn ich angezogen bin und mir die Schuhe anziehe, dann achte ich penibelst, und ich meine damit wirklich aller penibelst darauf, dass die richtig geschnürt sind. Was meine ich damit konkret? Es ist scheiße, wenn die zu locker geschnürt sind, dann schluckt man nämlich immer hinten raus, und es ist genauso Mist, wenn sie zu feste geschnürt sind. Dann kann es nämlich passieren, dass dir irgendwie der Fuß oder das Bein einschläft. Interessanterweise habe ich genau vor 20 Minuten eine E-Mail bekommen von einer Läuferin, die mich fragt, woran es denn liegen kann, dass ihr Fuß oder ihr Bein beim Laufen einschläft. Kann ein Grund sein, wenn die zu feste geschnürt sind. Worauf ich besonders achte, hier oben in dem Bereich, dass ich hier nicht zu feste und nicht zu locker binde. Das ist, wenn man sich neue Laufschuhe kauft oder noch nicht so lange läuft, ein Erfahrungswert. Also das muss man so ein bisschen ausprobieren. Es gibt Laufschuhe, bei denen fällt mir das persönlich besonders schwer. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die irgendwie ein besonderes Material darin haben. Ich weiß es nicht, aber da ist es irgendwie besonders schwierig. Das zweite ist die Sache zum Schnüren. Ich mache immer einen Doppelknoten da rein. Also Doppelknoten, weil ich hasse es, beim Laufen anhalten zu müssen, weil der Schuh nicht richtig geschnürt ist. Und der Doppelknoten hat auch noch einen zweiten Vorteil. Manchmal sind die Schnürriemen einfach so lang, dass die da so wild umherbaumeln. Da kann man sie dann quasi noch künstlich verkürzen. Eine Sache noch, viele kennen das vielleicht, die sogenannte Marathonschnürung. Hier oben ist so ein zusätzliches Loch drin. Da kann man die Marathonschnürung anwenden. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon mal ein Video gemacht habe. Müsst ihr einfach mal bei YouTube gucken. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Also das ist die erste Sache. Penibels darauf achten, wie die Laufschuhe geschnürt sind. Dann Nummer 2. Und ich habe mir hier mal gerade ein Glas von unten eingefüllt. Ich trinke vor jedem Lauf ein Glas Wasser. Ich habe gerade mal, weil es mich interessiert hat und weil das hier recht große Gläser sind, geguckt, wie viel da reinpasst. Also das ist jetzt hier irgendwie so ein IKEA-Glas, ein ordentlicher Bottich, da sind 370 Milliliter drin. Jetzt sind es nur noch 360. Und ich trinke einfach vor jedem Laufen ein Glas Wasser, meistens auf Ex, um meinen Wasserhaushalt aufzufüllen. Und das ist gerade vor langen Läufen echt zu empfehlen, vor allem wenn man dann vielleicht kein zu trinken mit hat oder weiß, der Lauf, der wird gerade so lang, wo man sagen würde, ja, da sollte ich jetzt schon mal ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen. Also Nummer 2, was ich vor jedem Lauf mache, ist ein Glas Wasser zu mir nehmen. Und Nummer 3, Scheiße, habe ich vergessen. Was war Nummer 3? Ah ja, um Gottes Willen, wie konnte ich es vergessen? Ein kurzes Aufwärmprogramm. Das mache ich jetzt seit, ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, dass ich konsequent mich vor jeder Einheit aufwärme. Was für Videos da gibt, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht in den vergangenen Wochen. Schau einfach da auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und der Vorteil ist einfach, gerade wenn man morgens laufen geht, man steigt gerade aus dem Bett, man ist noch knitterig, die Knochen sind noch voll im Schlafmodus. Wichtig einfach, das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen und ein bisschen warm zu werden. Und im Übrigen ist das, fühlt sich der Lauf dann für mich zumindest deutlich entspannter an, wenn ich ein kurzes Aufwärmprogramm gemacht habe. Das muss gar nicht so eine wilde Aktion werden irgendwie. Wirklich nur kurz, simple, einfache Übungen.
Und ja, dann könnt ihr schon auf die Laufrunde starten und ist übrigens verletzungsprophylaktisch eine gute und zu empfehlende Sache. Das waren meine drei Tipps, die ich vor jedem Lauf mache. Ich hoffe, du konntest auch was davon mitnehmen. Du kannst sie gerne ausprobieren. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Ich bin Kevin von Runners Flow und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder kommentiere hier unter dem Video, wie du es gefunden hast.